Wo seid denn ihr? Da! Katharina Haus, ich grüße dich. Wie schön! Guten Abend, ihr Lieben. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ja, es sieht heute ein bisschen anders aus, wo ich bin. Das stimmt, das erzähle ich auch euch gleich. Hoffe, es geht euch gut. Guck mal, wer da alles da ist. Eis. Oh Gott, ich kann doch immer nicht lesen. Ihr wisst das doch. Kuhn 551, das kann ich gut lesen. Pasquale Flammang. Oh Gott, hoffentlich kriege ich es hin. Jetzt passt auf, es geht los. Die Technik. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Uli Stille Wörtchen, wo endlich mal Zeit ist, in Ruhe zu reden. Begrüßen Sie mit mir unsere wundervolle Gastgeberin, Elena Ulich. Ihr Lieben, ich grüße euch. Herzlich willkommen zu Ulig stillem Örtchen, wo endlich mal Zeit ist, in Ruhe zu reden. Ja, ihr seht, ich habe so ein schönes Kerzchen hier bekommen von meiner Freundin. Es ist nämlich so, ich befinde mich bei meiner ältesten Freundin auf der Gästetoilette. Und zwar, die ist auch Corona getestet, alles gut. Es ist nämlich so, dass ich morgen, ich bin in Düsseldorf und ich bin morgen bei volle Kanne. Weil ich da über das stille Örtchen möglicherweise spreche, aber ich spreche vor allem über den Adventskalender und über das neue Buch, was morgen erscheint. Und da bin ich morgen eingeladen. Aber das Tolle ist, beziehungsweise das ist nicht toll, aber auf den freue ich mich ganz besonders und ich bin ganz dankbar und es ist mir eine ganz große Ehre, in seiner letzten Sendung dabei zu sein. Ingo Nomsen verlässt morgen volle Kanne und es ist seine letzte Sendung. Und sie haben mich eingeladen. Ich meine, es ist ja eine Riesenehre und ich bin total nervös und freue mich total auf den Ingo und ich werde mich schick machen, ja, weil das muss man schon. Ich meine, es ist jetzt die Chance. Also wir dürfen ja nirgendwo mehr hin, es gibt keinen roten Teppich mehr, nichts. Aber vielleicht kann man sich morgen hübsch machen und ich werde mich ein bisschen aufgreteln. In diesem Sinne möchte ich auch meinem Sponsor vom stillen Örtchen und Gretel mal von Herzen danken. Ganz, ganz, ganz toll. Euch werde ich nächste Woche ein absurdes neues Schminktutorial machen. Und dann gibt es auch wahrscheinlich nochmal was zu gewinnen für uns alle, weil Weihnachten ist und weil es schön ist. Und weil es überhaupt schön ist, ich freue mich total, dass ihr da seid. Also, ich bin nach Düsseldorf und habe vorher zur volle Kanne gesagt, ich sage, ihr Lieben, ich möchte da aber nicht in einem Geisterhotel schlafen. Dann haben die gesagt, nee, nee, bei Ihnen im Hotel. So, jetzt war ja die Birgit Schade neulich bei mir, die war ja auch bei volle Kanne und die habe ich angerufen. Die hat gesagt, das ist der Horror, es ist ein Geisterhotel. Daraufhin habe ich in Düsseldorf zwei Hotels angerufen, habe gedacht, ruf auch mal am besten Hotel am Platze an, da wird ja wohl was los sein. Die haben 5 Gäste. Daraufhin habe ich meine älteste Freundin angerufen und habe gesagt, bist du Corona getestet, können wir durchlüften, kann ich kommen, weil ich kann nicht in einem Geisterhotel schlafen, ich kriege das arme Heulen. Und dann hat sie gesagt, ja, du kannst kommen, jetzt haben wir uns Pizza bestellt. Dann sind wir noch zum Supermarkt und ich habe mir Chips geholt, der Herr Karl ist ja nicht da, habe mir Schokolade eingekauft, habe mir Gummibärchen eingekauft und eine Cola. Und die werde ich mir nachher im Bett zu Gemüte führen, habe ich gedacht. Und dann, ja, dann wollte ich euch Sachen erzählen über das, über den Adventskalender, über den ihr euch hoffentlich sehr freut und den ihr hoffentlich alle guckt. Da haben wir 3 Wochen dran. Wie nachher noch zu Gemüte führen? Du kannst doch nicht nachts um 11. Ich kann auch mal über die Stränge schlagen, Ferdinand. Man hat teilweise so wenig Freude im Moment, ja, dass ich finde, man kann auch mal über die Stränge schlagen. Ja, das ist vollkommen recht und das unterstütze ich auch, weil ich werde mir dann solidarisch auch eine Packung Chips in die Figur schmeißen. Weil recht hast du, Uli, recht hast du. Sag mal, entschuldige, sitzt du in der Besenkammer? Nein, ich sitze auf dem. Hier ist der Beweis, dass ich auf dem Klo bin. Aber wo bist du da? Was ist da für Putzzeug? Ja, das ist ein Abstellkammerklo. Soll es auch geben. Ein Abstellkammerklo? Mhm. Guck mal, also hast du meine schöne Toilette gesehen, wo ich heute bin? 20 und 6 Uhr Ausgangsbeschränkung, nicht? Ferdinand, du hast schlechten Empfang auf deiner Toilette. Wie immer. Nein, ich habe guten Empfang. So eine blasphemische Lüge. Du kriselst. Ich krisel, was soll ich jetzt machen? Du kriselst. Bewege dich nicht, bleib still. Schatz, du kriselst. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ja, so geht's nicht. Ich begebe mich aus dem stillen Örtchen raus. Du bist nicht im stillen Örtchen, du bist in einer Besenkammer.
Ich bin in einem stillen Örtchen. Jetzt hörst du aber mal auf, dieses schöne stille Örtchen zu degradieren. Ich hänge oder der Ferdinand hängt? Der Ferdi. Der Ferdi steht immer. Schatz, es macht keinen Sinn. Wir sehen uns am Sonntag, ja? Okay. Mach's gut. Du auch. Ciao, 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 ciao. Jetzt gucke ich gleich mal, wo der Marc ist. Ich hoffe, der Marc hängt nicht. Ich wollte euch noch was Tolles erzählen. Also, der Adventskalender, der hat uns riesen Spaß gemacht. Der hat uns auch näher gebracht, möchte ich sagen. Und das wirklich Tolle ist, es ist ja sozusagen, weil ihr alle geschrieben habt, damals im Tagebuch, wir sind irgendwie, also jetzt, da werde ich gleich wieder rot, aber wir sind eins der besten Dinge, was Corona hervorgebracht hat und wir helfen euch durch die Zeit. Und deshalb haben wir das genannt, der Impfstoff gegen den Corona-Bus. Weil der richtige Impfstoff kommt ja bald erst. Und dann habe ich gedacht, irgendwie muss das doch unterstützt werden. Ne? Irgendwie muss man ja von was leben. Und habe mich aufgemacht, jemanden zu suchen, der das unterstützt. Deshalb, nur, falls ihr euch wundert, warum Vacutech zum Schluss steht, die wollen euch auch gar nichts verkaufen, da gibt es gar nichts, sondern das ist sozusagen die Firma, die den Impfstoff ab Januar um die Welt fliegen wird, den wirklichen Impfstoff. Und die haben gesagt, die Kunst liegt auf dem Boden und die finden es toll, die Kunst zu unterstützen und der Impfstoff, gegen den Corona-Boost, was wir sind, das unterstützen sie jetzt und machen das und die bauen die Kühlboxen sozusagen. Das ist so eine Kühltechnologie. Ich habe so eine zu Hause tatsächlich seit 2 Jahren in klein. Die gibt es auch für den Endverbraucher, aber die sind halt, die hast du, wenn du ein Camper bist oder so, ja, weil da hält irgendwie mit den Akkus, hält die konstante Temperatur 5 Tage. Das heißt, wenn ich am Sonntag mein Glühwein auf den Hals da reinstelle, dann ist am Donnerstag auf dem stillen Örtchen der Glühwein noch genauso warm. Und das zeige ich euch. Aber jetzt holen wir mal den Marc rein, weil auf den bin ich ganz gespannt. Ihr habt den nämlich lange nicht gesehen und ich finde ihn ganz toll, einen großartigen Schauspieler und ich verfolge auch sehr, was er auf Instagram macht. Das finde ich auch super. Marc, wo bist denn du? Du bist doch schon wieder irgendwo in Österreich, oder? Gebt's doch zu. Und so schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich sehr. Und ich bitte euch, schreibt mir gern immer was unter den Adventskalender, weil das erfreut mein Herz und das macht Spaß und dann sehe ich auch, wie ihr darauf reagiert. Und so, das tut einfach gut. Das ist sozusagen der Applaus in dieser Zeit. Der Marc kommt nicht rein. Marc, ich habe einen Antrag gestellt. Lass mich noch mal gucken, wo du bist. Lass mich noch mal schauen. Warten auf Herrn Keller heißt das unten drin. Warten. Lass ihn singen. Soll ich ihn singen lassen? Soll ich ihn mal fragen, ob er singt? Marc, bist du da? Hey. Pass auf. Ich muss dir gerade was erzählen. Hey, pass auf. Ich habe jetzt erst mitgekriegt, dass du die Sendung von deinem stillen Örtchen machst. Dann muss ich jetzt auch aufs stille Örtchen gehen. Ein Kumpel aus und der macht. Nein, nein, nein. Wo bist du? Ich bin jetzt auf dem stillen Örtchen hier, im Hotel in Österreich. Du hast es nicht gewusst, dass ich auf der Toilette bin? Hör Nee, ich auf. wusste ich, ich saß, ich habe mich am Küchentisch da hingestellt, habe irgendwas aufgebaut und dann sehe ich auf einmal, so, die sitzt tatsächlich auf dem stillen Örtchen. Und dann sehe ich den anderen, sage ich, Moment mal, wenn ich jetzt hier auf dem Wohnzimmer sitze mit der Gardine, habe alles gerade reingebaut. Aber ich bin hier auf dieser komischen Toilette, aber hier ist das Licht wenigstens gut. Du hast ja schon so ein, wahrscheinlich wieder so einen tollen Ring. Ich So. habe natürlich, entschuldige, natürlich habe ich ein Ringlicht. Siehst du in meinen Augen, schau. Ja, das habe ich leider nicht. Ich habe hier alles, naja, Aber heute. Marc, das Schöne ist ja, dich kann nichts entstellen, weißt du? Klar. Ist klar. So, Du, jetzt noch. sag mal, Ja. die Leute haben gleich gefragt, wo deine Söhne sind. Die wären ja heute eigentlich dabei gewesen, muss man sagen. Die waren auch mit eingeplant, aber meine Söhne sind Corona-bedingt am Bodensee. Ich meine nicht, dass sie Corona haben, aber es ist ja hier sehr schwierig. In Österreich ist komplett Lockdown und dann musst du die Tests machen. Dann hätte ich einen Pendlerausweis für die organisieren müssen. Das hat alles nicht funktioniert, hätte auch keinen Sinn gemacht und darf man nicht leider. Sonst wären die dabei und die würden jetzt auch schon vor der Kamera hängen und mich wieder wegschieben. Ja, aber entschuldige, ich habe ja eure Videos gesehen. Ich meine, das sind ja Granaten, die beiden. Aber du schießt natürlich den Vogel ab, Marc. Das muss man schon sagen. Das glaube ich weniger. Also, Doch. lies mal die Kommentare durch. Dann sagen Sie mal, können wir die hier auch ohne den Mann sehen? Das Was ist. haben die gesagt? Haben die gesagt? Nein, aber es steht.
sind meine Jungs, das ist ja schön. Die Pärchen nach vorne. Das ist ja, schön. Die sind super. Wie alt sind die jetzt? 27 und 24. Zieht man dir gar nicht an. Ach, dieser Schatten. Schön ist ja, du, wir beide, damit man das mal weiß, der Marc und ich, wir haben einmal beim Bergdoktor gedreht. Ne? Ja. Aber sonst nie. Nee, wir können zwar schon viel an, aber gedreht haben wir nie zusammen. Du, entschuldige, das ist zwar schön, dass du auf der Toilette sitzt, aber dein Internetempfang ist schwierig auf dem Klo. Was? Hallo? Hörst du mich? Du hackst. Ich hack. Dein Kumpel hat vorhin auch gehabt, vielleicht liegt es an mir. Denkst du, es hackt an mir, oder was? Das könnte gut sein, weil bei deinem Freund hat es auch in der Besenkammer gehackt. Nein, guck hier, der Ton ist schlecht, immer abgehackt bei Marc. Soll ich wieder ins Wohnzimmer gehen? Ja. Wir auch wollen alle sehen, wo du hingehst. Das ist mir klar. Moment, ich brauche jetzt alles wieder. Wir kommen jetzt alle mit. Ja, natürlich, Achtung. Achtung, seht ihr ein unglaubliches, schönes Hotel. Das ist ja kein Hotel, das ist eine Wohnung. Hast du Zirpenholz an der Decke gehabt? Das ist alles Zirpen, ja, das riecht auch so. Hast du es gehört? Du, Zirpenholz soll ja sehr beruhigend wirken, muss ich dir sagen. Ja, das haben die extra für mich gemacht, weil ich doch immer ein bisschen drüber bin. Und dann bin ich so in der richtigen Temperatur zum Dreh. Ich muss jetzt alles wiederholen, weil ich habe hier auch ein Wässerchen hingestellt. Ich weiß nicht, wie lange es geht bei dir. Deswegen. Sag mal, wie groß ist denn deine Wohnung? Das ist ja, die ist ziemlich groß. Es ist ja niemand da, die Wohnungen stehen leer. Österreich hat keine Touristen, keiner darf rein, also steht alles leer und die freuen sich, dass die wenigstens. Gehst du jetzt stehen. Den gleichen Gang immer vor und zurück? Oder bist du das, ja, weil ich hab mir noch mein Wässerchen geholt, weil das reine Was Wässerchen. Was ist denn ein Wässerchen? Das ist Bella Aqua. Das ist so ein Wasser ohne, also mit ganz wenig Mikrosiemens, 25 Mikrosiemens, das sind leitende Fremd- und Schadstoffe, die so gut wie nicht vorhanden sind. Und dann ist es ein leichtes Wasser, was wiederum sehr gesund ist. Aber es ist eine andere Geschichte. Aber es ist auf jeden Fall ein geiles Wasser, schmeckt gut. Was ist denn mit leicht und wenig Mikrosims? Was ist das denn? Mikrosiemens sind leitende Fremd- und Schadstoffe im Wasser, wie Schwermetalle, Medikamentenrückstände, dann Mikroplastik und so weiter. Und wenn du das alles hast, ist ein relativ leichtes Wasser, auch die ganzen Salze dann draußen. Es gibt zum Beispiel, jetzt möchte ich keine Werbung machen, Lauretana oder Plose, das ist ein Gletscherwasser. Bei Lauretana steht drauf, das leichteste Wasser Europas. Und das, so war das Wasser eigentlich früher, vor vielen tausenden Jahren oder Jahren. Aber wo haben die das denn her? Das ist ein Gletscherwasser, das wird abgeschmolzen, ohne dass die Erde berührt und geht direkt in die Abfall. Kommt aus Südtirol. Und da gibt es auch Rose und Lauretanik in dem Biomarkt. Und das ist sehr gesund, weil wenn es leicht ist, nimmt es deine fremden Schadstoffe im Körper auf und führt sie aus. Wenn das Wasser voll ist, das heißt über 120 Mikrosiemens, dann lagerst du diese Fremdstoffe in deinem Körper ab und dann geht der Arzt auf Ultraschall, wie gesagt, oh, sie haben große Verschlag. Herr Doktor, alles gut? Alles gut? Sag mal, drehst du gerade den Bergdoktor? Ich habe das Glück und bin da auch sehr froh, dass wir drehen dürfen seit Juli. Der Hans, ich glaube, der hat heute gedreht, heute hatte ich frei, morgen bin ich da, der Hans aber nicht da. Aber wir drehen seit Juli und jetzt noch die nächsten drei Wochen und glaube, ab 17 oder 18 ist der letzte Drehtag. Dann geht es im Januar los. Du, Marc, ich muss schon wieder meckern, alle meckern. Beim Laufen war der Ton besser. Was hast du gemacht? Beim Laufen war der Ton besser. Weißt du was? Du bist total abgehackt. Mach mich nicht fertig. Weißt du was? Pass auf, ich zeige dir. Versuche ich mal, das WLAN rauszunehmen und auf meiner normalen Leitung. Dann müsste es besser sein. Weil wir sind in Österreich, da ist das WLAN. Der Ton hängt, der Ton ist schlecht. Ich habe gar keinen Ton. Und du warst vorhin schärfer. Geh doch nochmal in den Flur. Du machst mich fertig, warte ich. Nein, geh nochmal in den Flur. Im Flur warst du perfekt. Bei einer normalen Leitung. Mal, wie komme ich jetzt? Du hast keinen Ton. Geh doch nochmal in den Flur. Du machst mich. Das ist eine Riesennummer. Achtung, es ist sehr dunkel. Jetzt bin warte. Ich im Flur. Warte. Hörst du mich jetzt? Bleib mal so stehen. Hörst du mich jetzt? Ja, das ist super. Bleib da. Setz dich auf den Boden, Marc. Das ist vielleicht eine gute Idee. Da muss irgendwo der Router sein. Aber das ist ja spitze. Hast du noch Licht im Flur?
Hier ist, warte mal, ich habe so eine. Ah. Ja, guck mal. Es tut mir leid, ich bin nicht so vorbereitet. Ich bin so ein Amateur, was diese ganze Sache hier anbelangt. Du hast immer Profis bei dir. Wenn ich dich mit Hans sprechen sehe, der ist komplett, der hat da sein ganzes Studio immer, der ist immer. Ja, aber ready. Der Hans, der ist ja wirklich ein Profi, der macht es ja auch schon lange. Weißt ja, du? Der ist wirklich ein absoluter Vollprofi. Ja? Du sitzt jetzt unterm Router und das ist super. Dann ist das sehr gut, dann bin ich happy. Na, Hauptsache, bist du doch. Du, bevor wir jetzt ins Plauschen kommen, sollten wir das Foto jetzt machen, damit du dich nicht zu bequem machst. Ich muss nochmal aufstehen, mir mein Wässerchen holen, okay? Na, Moment, du musst das Foto machen und dann kannst du das Wässerchen holen. Okay, und wie läuft es ab mit dem Foto? Was machen du kommst, wir? Guck mal, ich bin dein Oberteil. Ah, okay. Und du wirst jetzt mein Unterteil. Oh, ich habe eine lange Nase. Stück zurück, Marc, Stück zurück. Warte. Drück drauf. Die Nasenspitze noch sehen? Runter die Nasenspitze ein bisschen runter. Ja, guck mal, ein bisschen höher. So, guck mal. Warte, bleib ganz ruhig, ganz ruhig. Das ist ja eine geile Nummer. Bisschen höher. Das muss man tatsächlich sagen. Das haben damals, den Talk konnte ich leider nicht posten, weil die technischen Probleme waren. Das haben der Hans Siegel und ich gemacht. Und danach habe ich das immer gemacht und das ist super. Ja, dann fotografier du, ich komme nicht ran jetzt. Du musst doch nicht fotografieren, das schicken die Damen uns. Ach so, verstehe die Richtung. Okay. Darf ich mir das jetzt ist mal. Wie Ghost, Nachricht von Sam. Ich hole mir mal das Wässerchen. Ja, warte, ich laufe noch mal kurz. Hol du das Wässerchen? Bist du so wassersüchtig, sag mal? Nein, aber dann brauche ich nicht gleich aufstehen, dann habe ich es auf jeden Fall mal hier. Ich habe halt schon viel Sport gemacht, deswegen. So, jetzt. Jetzt, wie immer, unsere beliebte Rubrik 7 Fragen aus 77. Wähle mit Bedacht, denn nun geht es ach ans Eingemach. Marc Keller, du darfst jetzt dir 7 Fragen aus 77 aussuchen. Okay. Du sagst jetzt eine Nummer. Hast du so viele Fragen? Tatsächlich, dann mach mal, ich bin ja schon sehr alt, also 55, mein Alter. Bist du 55? Ja, yep. Guck, das schreibt ja gerade Sterne des Südens, ne? 30 Jahre her. Dann bist du Baujahr 65? Absolut, da hat einer geschrieben, der Marc ist ein unruhiges Küken. Okay, ich weiß nicht. Das ist ein Küken. Ja, der hat mir geschrieben. Singt mal. Das geile Foto. Kannst du den Marc Keller bitte markieren und mich markieren und bei dir in die Story setzen und dann sehen wir das. Warte, 55 Marc. Bist du pünktlich oder unpünktlich? Oh, ich glaube, ich bin pünktlich. Echt? Ja. Mein Sohn ist unpünktlich, also zumindest der Erstgeborene. Joshua ist pünktlich, ich bin pünktlich. Aaron ist immer eine Stunde Delay. Also bei dem musst du sagen, wenn wir um 8 drehen würden, musst du sagen, wir drehen um 7, damit er um 8 da ist. Nein, wirklich wahr? Ja, das ist schon seit deiner Kindheit, irgendwie auch in der Schule. Die Freunde die wollten um 3 kicken gehen, dann haben die gesagt, sie kicken um 2, damit er um 3 pünktlich da ist. Das ist verrückt. Also, ja, das ist heute noch so. Der kriegt die Uhr nicht umgestellt, sozusagen. Der ist einfach zu entspannt mit allem. Aber er schaut wahrscheinlich jetzt zu und mein Erstgeborener. Ich weiß, jetzt lächelst du wieder. Aber es ist die Wahrheit. Nächste Frage. Noch eine Nummer, oder was? Okay, mein Aaron ist 27. Nehmen wir die 27. Warte. Für wen hast du als Teenie besonders geschwärmt? Als Teenie? Du meinst frauentechnisch oder überhaupt schauspielermäßig? Nee, einfach so, wo du... Also zum Beispiel, man war ja so in Rockstars verliebt. Also ja, Frauen... Ich hatte eine Menge, also das waren bei mir meistens mal Schauspieler. Ich stand auf Stallone, ich stand ganz früh auf Danny Kaye, das war so ein Comedian, ich stand auf Kirk Douglas, das waren alles so Vorbilder, wo ich so nachgeeifert bin als kleiner Junge. Und ja. Hast du schon als kleiner Junge gewusst, dass du Schauspieler werden willst? Komischerweise habe ich das schon sehr, sehr früh erwähnt, ja, bei meiner Großmutter. Ich auch, ich habe es, seit ich 6 bin, immer gesagt. Ich auch, so ähnlich. Immer nur das.
Weißt du? Ja, ich wollte immer Film und Musik machen. Ich habe immer gesagt, Film und Musik, das ist das, was ich machen möchte. Und ich wusste zwar nicht, wie ich das hinbekomme und war auch sehr schwer, da vom Bodensee wegzukommen. Aber ich wusste nur eins, irgendwann wird es klappen. Und das war echt so. Echt? Mhm. Und was war deine erste Filmrolle? Sterne des Südens. Das war die Hauptrolle in der ARD-Serie damals. Da haben schon ein paar geschrieben. Da haben wir durch die ganze Welt gezogen und da war ich ein Animateur und wir haben quasi die Robinson-Clubs groß gemacht damals, 90 bis 95. Echt? Ja. Echt? Ja, schreiben. Ich habe das nie gesehen, Marc. Haupt am Programm ARD, 1990 bis 95. Das ist nicht schlimm. Du kannst dir die DVDs holen. Oder ich könnte sie jetzt noch holen. Ey, weißt du, wie geil das ist? Ich habe die meinen Söhnen geschenkt. Dann sage ich immer, weil Aaron immer sagt, Vater, das hast du von mir. Und dann sage ich, ja, Aaron, das habe ich gesagt, da warst du im Leben auf der Welt. Und dann schaut er sich an und sagt, der Vater, aber trotzdem, ich wusste schon, du wusstest bestimmt, dass ich das mal sagen werde. Deswegen hast du es im Voraus gesagt. Ja, sehr gut. Sterne des Südens. Das gucke ich mir mal an. Also es gibt es auf DVD. Gibt es komplette Staffeln, ja. 58 Folgen. Siehst du, immer so mit halbnacktem Oberkörper wie beim Baseball? So ähnlich, ja, ich hatte so Radlerhosen an, ganz die 80er Mode, der 90er Mode, Ende 80er Jahre, Radlerhosen und dann bauchfrei und ja, Animateur halt und abends ab und zu gesungen auf der Bühne. War echt eine, muss ich sagen, ich hatte so ein Glück, dass ich von null irgendwie so mit dem Beringer Pfahl, das war der Regisseur damals, der hat auch Hannes Jenicke und so entdeckt, früher mit in den 70er Jahren. Und ich hatte echt ein Glück, dass ich an so einen Regisseur und Produzent rangekommen bin, wo ich echt viel gelernt habe, weil ich war ja quasi kein Schauspieler. Ich bin ja von so einer Gesangsshow gekommen von Rudi Carrell und habe nur gesagt, ich will zum Film. Ich war zwar mal am Theater, habe Kulissen geschoben, war eine kurze Zeit auf der Schauspielschule, aber das auf war welcher? Auch in der Freiburg, auf einer staatlich anerkannten. Und ich muss sagen, ich war anderthalb Jahre da, habe nebenher Theater gespielt und aufgebaut, Kulissen geschoben, aber auf der Schule tatsächlich war das für mich so recht strange. Also ich konnte nicht wirklich mit allem was anfangen. Das war für mich so Selbsterfahrungsgruppe. Das war so, man musste unbedingt schreien, heulen und... ja, schrecklich! Ich war auch auf einer Privatschule. Ja, ich dachte, was machen die da? Ich habe zu meinem italienischen Kumpel habe ich immer so ein Zeichen gegeben. Ich habe gesagt, ey, wenn Leute denn spielen mussten, sie kommen in den leeren Raum rein, wie die bedeutungsschwanger diesen Raum angeguckt habe. Ich gesagt, wenn ich in den Raum reingehe, dann kratze ich mich am Sack und guck mal rum und denke, sag mal, was ist jetzt los? Wo ist der? Aber die haben dann gespielt und oh, ja, dann habe ich gesagt, wer schaut so einen Raum an? Der hat doch tausend andere Dinge im Kopf. Der wartet auf jemanden und geht rein. Aber das fanden die dann toll und ich bin dann nach anderthalb Jahren runter und wurde dann Sänger von der Big Band der Bundeswehr damals, von Günter Norris, und habe eigentlich mit Musik weitergemacht. Und dann kam die Rudi Carrell Show und die habe ich gewonnen und da hat mich der Regisseur gesehen und hat mich quasi zum Casting eingeladen, weil ich gesagt habe, ich will zum Film. Und zufällig passten halt die ganzen Parameter, dass ich genauso alt war wie der Typ, dass ich im gleichen Monat geboren war wie der Hauptdarsteller, dass ich singen konnte, ein bisschen tanzen konnte, von allem ein bisschen. Und dann hat er mir die Hauptrolle gegeben von 0 auf 100 und das war ein Riesenglück für mich, weil war natürlich ein Lebenstraum und den hatte ich da so ein Stück weit erreicht und konnte dann aber auch beim Drehen halt sehr viel lernen, weil ich glaube, dass du nirgends so viel lernst, wie wenn du wirklich vor der Kamera stehst und mit guten Leuten arbeitest, wenn sie dir dann behilflich sind, wenn man beim Drehen sehr so kleine Tricks zeigt und wenn man den ganzen Neid mal weglässt und wenn man sich freut, dass man zusammen an einem Film arbeiten kann und das war echt schön. Ich hatte echt sehr viel Glück, muss ich sagen. Aber hatte ich mein ganzes Leben und ich bin da bis heute sehr dankbar und glücklich, dass ich mit dem bisschen, was ich kann und mit dem Schwachsinn, den ich jetzt habe. Naja, ich möchte das immer relativieren, weil es gibt ja immer so viele, die können das wahrscheinlich sehr, sehr gut und die haben das auch alles sehr gelernt. Ich bin eher so ein Straßenjunge, der irgendwie das Glück hat, mit dem Quatsch seine Kohle zu verdienen. Und ich will mich da nicht als besser verkaufen oder dass ich ein ganz großer Künstler bin. Ich weiß, dass ich viel Glück hatte und ich liebe das, was ich mache. Und dank dem lieben Gott, dass ich so bis heute mein Geld verdienen konnte. Das ist die Wahrheit. Sag mal, gibt es diesen Rudi Carrell-Auftritt? Hast du davon noch was? Ja, den habe ich zu Hause irgendwo. Den gibt es aber zum Teil, gibt es glaube ich noch Aufnahmen. Wenn du auf YouTube mal reingehst, gibst du Marc Heller 89, Rudi Carrell, da siehst du so ein paar Zehn. Auf jeden Fall noch, ja. Da siehst du. Aber kannst du sowas nicht mal auf Instagram stellen? Ja, kann ich schon. Ich glaube, ich habe es mal. So was vorliegen. Kurzes? Ja, muss ich mal machen, ja. Und siehst du da deinen Söhnen ähnlich in Jung? Ja, ich glaube, dass beide sehr, sehr, wir sind uns alle drei so brutal ähnlich auf irgendeine Art. Also ich glaube, beide haben so brutal viel von mir. Das ist so, ich sehe mich in beiden immer.
Joshua sieht manchmal genauso aus wie ich. Aaron ist wie ich, der hat die gleiche Sprache, den Duktus. Sieht mir ähnlich, er nennt sich selbst das erweiterte Gen. Also er sagt, ich bin das Update von dir, Vater. Er kann auch alles, er ist wirklich ein super begabter Sänger. Es hat ein Riesentalent und Joshua hat das auch. Und sind beide traumhafte Jungs und ich bin so glücklich, sagt natürlich jeder Vater, aber ich habe ein riesen Glück mit den Jungs und ich sehe mich in beiden sehr. Sag mal, und waren die, das muss ich jetzt mal als Mutter fragen, ja? Waren die nicht in der Pubertät schwierig? Nein. Das ist so die Basis. So zwischen 12 und 13? Null. Es gab bei denen eigentlich irgendwie keinen Stress, keine Pubertät. Die sind einfach, vor allem, die sind jetzt noch genauso, wie sie früher waren. Es gibt, wenn ich jetzt Videos sehe, von denen wir zocken manchmal PlayStation bis in die Nacht rein, mit meinem Bruder, mit Michi. Das machen wir seit Joshua 4, 5 ist oder 3, gibt es Aufnahmen. Und die sind, die Diskussionen, die wir führen, die sind mit 8 bis 10 gleich gewesen. Heute, hat sich nichts verändert, nur die sind größer geworden. Wirklich? Ja, es ist, ich weiß nicht, ob das gut ist, aber es ist so. Ja, du siehst doch, wenn du die Videos siehst, wir haben, ich habe mit dem ja, da war der Produzent. Was hast du gemacht mit dem? Das war mit der Annette Frier zusammen, einer seiner letzten Sachen, wo er als Produzent war. Und ich habe den leider nie als Regisseur, der ist ja auch leider gestorben. Ja, sehr früh. Wir saßen dran und wollten Sterne des Südens 2.0 machen. Ach, nein! Ja, 30er, also 25 Jahre später, jetzt ist er schon länger tot. Und dann hat er sich wohl mit 69 hingelegt, geschlafen und am nächsten Morgen war er tot. Und ich habe das gehört und habe gerade hier gedreht. Ich konnte noch nicht mal zur Beerdigung gehen, aber hat auf jeden Fall einen schönen Tod gehabt. Sehr, sehr früh. Musste nicht leiden, war aber ein ganz eigener, war ein Freak. Weißt du, der gehört noch zu der Sorte, den mochte man oder mochte ihn nicht, aber er war ein Filmemacher. Er hat das, was er aufgeschrieben hat, hat er finanziert und hat auch dafür gesorgt, dass es so umgesetzt wird, wie er das macht. Und er hat manchmal sehr dokumentarisch gedreht, aber Filmemacher, heute sind es ja kaum noch Filmemacher, heute macht er die Redaktion oder der Produzent, heute kochen 5, 6 Leute mit im Brei. Mehr noch. Und ja, das ist das Fürchterliche. Hast ein schönes Buch und am Ende, genau, und am Ende hast du halt Kompromiss im Kompromiss und jeder muss sein Geld verdienen, was ich auch verstehe. Aber der Typ war halt noch irgendwie so ein Filmemacher auf seine Art. Und für mich war es ein Glück, weil er hat auch durchgeboxt, dass ich als niemand einfach die Hauptrolle kriege im Hauptabendprogramm damals. Das würde heute gar nicht mehr funktionieren. Nein, wenn ich Namen, aber du, Glück muss man haben, verstehst du? Man muss Können haben, Talent und dann brauchst du irgendjemanden, der diese Tür mal aufmacht. Ja, ich glaube grundsätzlich, dass jeder, auch die Jungen, wenn da ein paar Junge noch zuhören, jeder, der, das sage ich auch meinen Jungs immer, deswegen unterstütze ich die auch in all dem, was sie machen. Manchmal natürlich auch in der Verwandtschaft oder in der Stadt, wo die aufwachsen, hat man dann die gleichen Menschen, die dagegen reden, warum ich meine Söhne so laufen lasse. Und die müssen doch was Vernünftiges lernen und die müssen doch, dann habe ich immer gesagt, das haben die alle bei mir gesagt. Jeder hat gesagt, du musst doch das machen und das machen. Und ich habe immer gesagt, ja, ich habe rumgejobbt, habe gesagt, ich möchte zum Film, irgendwann werde ich da hinkommen. Und ich habe nicht versucht, allzu große Kompromisse zu machen, nicht nach links zu gehen, zu weit, nach rechts zu gehen, sondern ich habe immer nur Musik gemacht, Film oder dann ein bisschen als Trainer, weil ich sehr viel Sport gemacht habe, gearbeitet, meine Kohle zu verdienen. Aber ich habe immer mich auf das Ding fokussiert. Ich habe gesagt, irgendwann wird es so sein, wenn es so sein soll. Und es kam alles. Die meisten Menschen neigen natürlich zu, weil man äußeren Einflüssen, weil die einen doch immer manipulieren, man muss doch was anderes machen, dann geht man vom Weg ab und dann verlierst du so viel Zeit und dann fragst du dich, ja, ich hätte das eigentlich so gern gemacht, aber ich musste jetzt halt erstmal Geld verdienen und das war dann doch wichtiger. Das Geld kommt von alleine, wenn man auf dem richtigen Platz ist und wenn man die Dinge macht mit Leidenschaft und sie liebt, dann ist das alles relativ. Das größte Glück ist, wenn man zur Arbeit geht, wenn die Arbeit keine Arbeit ist, wenn man das liebt und damit sein Geld verdient und seine Familie ernähren kann, wenn es die Leidenschaft ist. Es gelingt nicht immer jedem und es ist auch nicht immer alles rosig, aber das ist eigentlich auch so ein Stück schöne Freiheit, aufzustehen. Und das ist, ich habe das immer in der Schule gehasst, wenn Sonntagabend war und ich die Hausaufgaben nicht gemacht habe und ich wusste, oh Gott, ich muss wieder in die Schule und dann Zeit rausgeschindet, dann auf dem Weg dahin versucht, jemanden zu treffen, in der Pause noch abzuschreiben. Und dann ist wieder verrutscht alles und wieder eine schlechte Note. Und diese, oder wenn ich musste ja eine Lehre machen als Kfz-Mechaniker, dann bin ich 3 Jahre. Aber kannst du denn? Aber wir haben uns, entschuldige bitte, auf Oldtimer-Rallyes getroffen. Das heißt, du kannst ein Auto noch reparieren.
Naja, ich kann Auto fahren. Ich konnte das ehrlich gesagt nie wirklich, weil mein Vater war Kfz-Mechaniker oder Spengler damals und er hat mich in die Lehre reingesteckt, als ich 15 war, und gesagt, du musst was lernen. Und ich habe zwei linke Hände gehabt. Und ich habe dann, wie gesagt, ich habe Autos gewaschen, ich habe Brötchen geholt. Jeder wusste, dass ich am Tag der Gesellenprüfung kündigen werde. Und ich habe keine Ahnung gehabt von diesem Job. Ich habe in den ganzen 3 Jahren noch nicht mal hintere Bremsscheiben belegt oder eine Kupplung gemacht oder irgendwas. Und ich habe nur die Gesellenprüfung gut bestanden, weil ich souverän wirkte und auswendig gelernt habe und besser wie der beste Geselle bei uns. Habe aber an dem Tag der Gesellenprüfung meinen Gesellenbrief hingelegt und habe gekündigt und nie wieder am Auto gearbeitet, weil das wäre ein Verbrechen gewesen. Ich kann heute nichts. Und ich, aber das sehr gut, sehr gut, sehr gut. Liebelein, jetzt sagst du mir, Liebelein, hör uns, noch eine Frage. Da fragen die Leute, ob ich besser Autos reparieren kann. Leider auch nicht. Okay, aber welche Frage wolltest du fragen? Na, du stellst mir eine Nummer. Ach gut, okay. Joshua, mein Zweitgeborener, Josua der Gerechte, ist jetzt 24, also nehmen wir die 24. Wir nehmen die 24. Auf was in deinem Leben, ich glaube, ich kann die Frage für dich beantworten. Ja? Auf was in deinem Leben bist du besonders stolz? Kannst du schon beantworten, genau. Auf meine beiden Jungs. Ja? Genau, meine zwei Kopien. Die zwei Jungs, auf dein Leben und auf deine, möchte ich sagen, auf deinen Werdegang und dein Durchhaltevermögen, oder? Das kann man auch sagen. Ja, Durchhaltevermögen ist, wenn man jung ist, dann, wie gesagt, ich habe jetzt 30 Jahre nonstop Glück gehabt, dass ich so irgendwie mein Geld verdienen kann und immer mit Höhen und Tiefen, aber das ist doch in unserem Job relativ, gehört schon Glück dazu, glaube ich, dass man lange irgendwie arbeiten kann. Und vorher war es natürlich klar, durchhalten. Aber das hast du wahrscheinlich, das hat, ich glaube, keine Biografie. Jeder, der irgendwie erfolgreich ist von den Jungs, die wir so kennen, die haben alle keinen leichten Weg gehabt und mussten kämpfen. Und das ist für keinen leicht, aber es ist auch nichts zu schwer. Sehr schön gesagt. Die nächste Nummer bitte, mein Lieber. Wir müssen nachher singen. Alle wollen, dass du singst und ich möchte mit dir ein Duett singen. Oh. Rebecca hat doch letztens ein schönes Duett mit mir aufgenommen. Die hat doch letztens bei euch auch so schön gesungen. Ja, hast du sie gesehen? Die war gestern im Fernsehen. Das war so wirklich? Schön. Ich kann ja überhaupt nicht singen, Marc. Ich möchte aber immer singen. Ach du, ich singe auch nett nur. Es gibt so, du, wichtig ist, du singst dein Herzen. Entschuldige, wenigstens nett. Wenigstens nett. Ja. So, jetzt haben wir den Joshua vom Eis. Pass auf, jetzt meinen einzigen Freund, Moki, Hans Siegel. Wenn ich mich nicht irre, ist er dieses Jahr 51. 51, dein einziger Freund. Und das wäre sehr schön, die Frage, die jetzt kommt. Wenn du, welcher Beruf wäre auf keinen Fall etwas für dich? Das wäre der Kfz-Mechaniker. Ja, alles, was mit Handwerk zu tun hat, auf jeden Fall nicht. Da bin ich falsch. Kfz-Mechaniker ist nichts für mich. Ja. Gut. Gut. Dann hast du noch genau 3 Fragen. 3 Fragen, pass auf. Wie hoch geht die Zahl? Bis 77. Ah, pass auf, dann machen wir 4. Ich habe so eine ganz süße kleine Puppele, die ich sehr liebe, das ist die Litschka, und die ist 4. Wann war der erste Liebeskummer und wie hast du gelitten? Oh, wann war der erste Liebeskummer? Hattest du mal welchen? Ja, ich glaube, das hat ja jeder irgendwann mal gehabt. Da war man so unsterblich in jemanden verliebt, den man nicht bekommt. Da war ich vielleicht 15. Und aber gelitten habe ich nur kurz, weil ich hatte dann echt tolle Freunde, die mich sehr schnell immer abgelenkt haben. Und ich war immer wieder, aber ja, 15 war ich, glaube ich. Und so ganz schlimm mit Weinen und Herzschmerz und die Wände ansingen? Ja, ich hatte eine schöne Katze, die kam immer zu mir, mit der habe ich mich unterhalten. Dann, warum ist das Leben so schwierig? Nein, es war... Will mich nicht jemand lieben? Bin ich nicht liebenswert? Warum will die mich, der mich nicht? So, nächste Frage. So. Nächste, okay. 4 hatten wir, die Mila. Dann 42. Oh, da bin ich gespannt. Was ist das Mutigste, was du je gemacht hast? Das Mutigste, was ich je gemacht habe, jetzt muss ich überleben. Da gab es nicht so viele Sachen. Ich bin nicht besonders mutig. Das war bestimmt irgendein Stunt bei Action-Konzept oder sowas. Hast du die selber gemacht, teilweise? Ja, ja. Ich hing beim Action-Konzept an der Hubschrauberhufe, aber das machen heute ja alle. Früher war das, aber ich war, wie gesagt, ich... Naja, aber entschuldige, das ist doch trotzdem total mutig. Du hingst an der Hubschrauberhufe. Ja, ich muss zugeben, ich war auch gesichert.
Das Problem ist, aber du hängst. Ich hatte so einen Anzug an. Das Schlimme ist, ich hatte so einen Anzug an, so eine Weste, und wir sind dann hochgeflogen. Und diese Hubschrauberhofe ist ja nicht besonders schmal. Du denkst erstmal, man kann sich gut, sondern du hast die Hand nur so. Du kriegst die ja nicht rum. Ich habe auch nicht so riesen Hände. Und dann hing ich da. Und der Hubschrauber ging hoch, dann hast du Fliehkraft, dann hältst du dich ja, weil ich war damals gut fit eigentlich. Aber als ich dann so 10, 15 Meter Höhe war, merke ich, dass ich mich reinhängen ließ, dass ich nur die Hände locker lasse. Und dann zog sich dieser Gurt raus, weil der unten nicht richtig fest war. Oh nein! Und dann war es, dann musste man nochmal runter und das Ding festmachen. Und da hatte ich schon Muffe. Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Mutigste. Da gibt es. Bleib lieber auf dem Boden. Oh ja, Gott. Wir haben es danach richtig gemacht, festgemacht, dann ist ja auch kein Problem. Aber entschuldige, ich habe ja mal einen Swimmingpool-Film gedreht, so einen Horrorfilm in Prag. Und dann musste ich, man ist ja bekloppt, ne, als junger Mensch, dann haben die so eine Röhre gebaut von 15 Metern, ja, und haben so Stahlplatten draufgelegt und haben gesagt, sie stellen sich da jetzt hin und wenn ich Panik kriegen würde, dann soll ich gegenklopfen und dann machen die das hoch. Das saugt sich aber mit Wasser voll, verstehst du? Bis die Männer das hoch haben und dann musste ich in so einen Schacht rein und dann sollte ich die 15 Meter da durchtauchen. Marc. 15 Meter tauchen? 15 Meter tauchen. Ohne Sauerstoff? Mit einer Kamera, die vor mir fährt. Und ich sage dir, es war so schrecklich. Da hat man ja als junger Mensch, macht man ja so Sachen. Aber 15 Meter ohne Flasche. Das war schrecklich. Ich weiß gar nicht, wie das überlebt hat. Das war fürchterlich, dieser Film war überhaupt. Ich habe gedacht, das ist mein Durchbruch. Das ist Schwachsinn. So, nächste Frage bitte. 42, jetzt, wie viel habe ich noch? Eine? Eine, okay, pass auf. Chrissy, das war total gruselig, das war schrecklich. Es war dunkel und schrecklich. Aha, Entschuldigung, ich antworte nur. Ich überlege, 70. Thomas Gottschalk, 70 geworden dieses Jahr. Ich war auf seinem Geburtstag und deswegen 70. Gut, wie sieht für dich ein perfektes Wochenende aus? Ach du, muss ich sagen, dass ich ein perfektes Wochenende ist. Abgesehen davon, wenn ich jetzt nicht, ich liebe das, was ich mache, wenn ich drehen kann oder Musik mache, im Studio stehen, nach Hause kommen, entweder mit meinen Jungs zocken oder zu Hause schön auf die Couch lümmeln, nachdem ich Sport gemacht habe, schön essen, geile Serie schauen, Netflix oder Amazon und dann, das ist das geile Frühstücken gehen am nächsten Tag. Ja, ich liebe das, was ich mache. Ich meine, ich hab viele so schöne Wochenende, muss ich sagen. Zockst du? Kannst du auch Tetris? Nee, das kann ich nicht. Ich spiele mit denen meistens Golf. Oder Mario Kart, das liebe ich noch. Das kennen die Jungs. Mario Kart, ja, das ist so ein schönes Spiel. Sag mal, lachen die bestimmt dabei. Ich bin an der gleichen Stelle, meine Liebe. Das ist WLAN. Hörst du mich noch? Beruhige dich, Marc. Konzentrier dich. Komm in deine Mitte, wie man an der Schauspielschule so schön sagt. Ganz ruhig. Was spielt ihr am Wochenende? Golf oder Mario Kart? Kennst du Mario Kart? Und verlierst du in Mario Kart? Öfters, ja. Meine Söhne sind so scheiße gut. Und also ich habe, wie gesagt, gegen meinen Bruder, wir spielen das ja schon seit wir klein sind. Das ist die einzigste Challenge, eigentlich immer nur gegen meinen Bruder zu gewinnen oder zu verlieren, weil die Söhne machen mit uns, was sie wollen. Die entscheiden sogar, wer von uns gewinnt, so gut sind die da drin. Aber trotzdem, du dürftest uns auch nicht zuschauen, weil da wird gebrüllt. Das ist eine Katastrophe. Die lachen jetzt schon wieder, weil die zuschauen. Und Golf spielen wir. Golf ist ganz geil. PGA Tour 2020, ein geiles Spiel. Wir spielen die schon seit 2012. Entschuldige, ich bin jetzt gerade total irritiert. Es tut mir total leid. Weißt du, was da gerade für eine Frage kam? Nee. Ob die obere Person, das bin ja ich, männlich oder weiblich ist? Das ist eine geile Frage gewesen. Absolut. Ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt sagen soll, Marc. Entschuldige, ich bin völlig aus dem Konzept gekommen. Du klingst ja auch so männlich. Mach die Haare auf, zeig jetzt. Na bitte. Jetzt haben wir die Antwort gegeben. Es ist eine wilde, eine rassige, eine unwiderstehliche, die ewig junge. Ich rede nicht weiter, du weißt es. Guck mal, das ist eine Schauspielerin. Ich mache nochmal so. Und zwei Hilfsassistenten, sehr gut. So, jetzt singen wir was. Marc, wir müssen ins Bett, lass uns was singen. Was singen wir denn? Ti amo, ti amo, sagtest du das nur so? Das ist gut, aber ist Italiano.
Jetzt musst du singen. Also, Worte sind billig, sind manchmal so billig, man bildet sich selber ein. Nein, das würde Giovanni Zarrella sehr gut singen. Er ist, hat gerade dieses Album aufgenommen. Aber was singen wir dann? Was soll man singen? Sag mir, willst du was Weihnachtliches singen? Nein. Stille Nacht? Stille Nacht? Kennst du den Text? Oder was singen wir? Marc, du bist gerade so verschlafen mit deinem Schlafzimmerblick. Was singen wir? Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Und so weiter. Und du kannst so schön singen, bitte. Ich möchte einmal, der mich in den Schlaf singt. Sing noch ein Lied, ein Lied, ein Lied, ein Lied. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost snipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. So schön! Du bist ein toller Mann, ganz, ganz toll. Und naja, bitte, kommst du irgendwann sagt, mit deinen Söhnen nochmal wieder? Auf jeden Fall. Die würden dich dann entertainen. Dann machen wir Musik. Auf jeden Fall. Denn wenn wir das bei uns am Bodensee machen, im Studio unten oder im Keller, da haben die so kleine Anlage, dann singen die was für dich. Aaron vor allem. Das macht ja er sehr schön. Natürlich. Wir werden es organisieren, speziell für dich. Er wird singen mit seinem Blick, aber danach werden die ganzen Frauen nur noch schreiben, Aaron. Und wir zwei können dann... Ja, bei mir denkt man ja eh, ich bin als ein Mann und, oder eine Frau, das ist dann auch wurscht. Ja? Du hattest aber gerade so den Moment, als ob du dich verabschieden wolltest, war das so? Achso, ja, wir müssen jetzt schlafen. Marc, entschuldige, wir müssen. Ich muss ja so früh aufstehen, ich muss ja zu volle Kanne morgen. Der Ingo hört auf, der Ingo noch. Weißt du, warum der aufhört? Ich weiß es nicht wirklich, ich bin aber morgen danach 20 Jahren. Ich glaube, ich war auch mal bei ihm, schon lange her. Aber schade, aber der wird seine Gründe haben und das Leben geht weiter. Aber ich werde ihn fragen. Frage ihn mitten in der Sendung. Sag, jetzt erzähl uns doch bitte, warum der aufhört. Es gibt irgendeinen Grund. In der Sendung sage ich, wir sind, genau. Weißt du, mein Spezialgebiet ist ja Live-Sendung. Ne? Dann sage ich, entschuldige, wir sind live. Darf ich mal kurz was fragen? Oder? Macht es. Wie viel Uhr ist das morgen früh? 9 bis 10:30. Na, da könnte ich sogar direkt während dem Kaffee trinken und zuschauen. Na. Mal, genau. Ist das ARD, oder? Nee, ZDF. Gut, sehr gut. Weil ARD ist volle Kanne. Ja, ich kriege hier ARD nicht, deswegen war ich ganz verwirrt wieder. Okay, du, dann wünsche ich dir alles Liebe, toi, toi, toi auf der großen Reise. Ich wünsche, ich könnte mit dabei sein. Schlaf schön heute Abend, träum gut, erhol dich, sei frisch, wunderbar, witzig, charmant morgen und frag ihn. Und danke, dass ich bei dir sein durfte. I try my very best. Pass auf dich auf, toll, dass du mein Gast bist. Wir hätten noch so viel zu reden, aber ich wollte mit dir über Künstler sprechen, über alles. Ich bin durch. Ich Scheiße. Auch. Egal, wir haben viel Zeit. Genau, alles Liebe euch daheim auch. Schlaft gut. Danke, dass ihr dabei wart. In diesem Sinne, Epsana. Ob. Ciao. Gute Nacht. Gute Nacht. Ciao. Ach, wie herrlich. Ein Mann, der so singen kann, oder? Ist das nicht toll? Ich bin ein bisschen gerührt. Ich bin aber völlig, dass ich ein Mann oder eine. Ihr Lieben, ich bin morgen beim Ingo. Es geht jetzt Schlag auf Schlag. Morgen Abend bin ich in Bayern in der Abendschau. Ich weiß gar nicht, wie ich zu den ganzen Ehren komme, weil die mich alle wegen meinem kleinen Stillörtchen fragen. Und ich sage dann ja. Und das ist mit meinen Zuschauern, mit meinen Fans und ihr seid ganz toll. Bleiben wir auf Instagram und machen uns hier eine mega Zeit. So sieht es nämlich aus, oder? So machen wir das. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend. Ihr müsst, ich sage euch was, am Sonntag. Alle, die ihr da seid, ihr 1500 und sagt allen Bescheid, ihr müsst am Sonntag zuschalten, gibt es nämlich eine wirkliche Überraschung. Wenn alles gut geht, drückt die Daumen, wenn alles gut geht, noch ist es nicht in trockenen Tüchern, aber wenn es gut geht, dann kann ich nur sagen, dann ist es ein Weihnachtsgeschenk für mich und für euch und überhaupt. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Abend. Toll, dass ihr dabei wart, toll, dass ihr uns die Ehre erweist. Toll, dass ihr den Adventskalender schaut. Es macht einen Riesenspaß mit euch. Ich finde es wirklich, wirklich, wirklich ganz toll. Habt einen wirklich schönen Abend und wir sehen uns wieder. Wenn es wieder heißt, so, jetzt wollte ich das, guck mal, und die Ulich ist einfach nicht... Und das war es leider schon wieder.
Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Genießen Sie die Zeit, bis wir uns wiedersehen, wenn es wieder heißt, auf ein Wörtchen bei Uli Still im Örtchen. Jetzt drücken wir mal die andere Klospülung.